Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Dead Space Remake. Ich habe letztes Mal eine Umfrage gestartet, welches Spiel euch am meisten wünscht. Und tatsächlich war das mitunter das meistgewünschte Spiel. Ich sag euch das einfach viel zu selten. Ich liebe euch. Das Spiel wird wirklich eine große Herausforderung für mich werden, weil ihr wisst doch, ich liebe Horror-Games, ich liebe Shooter. Das ist eine 10 von 10. Wir werden in der ersten Folge uns erstmal anschauen, um was geht es hier in dem Game. Ich weiß halt nur, dass es wirklich sehr viele Jumpscares haben soll. Also kleine Warnung an der Stelle für alle, die das nicht gerne mögen. Und ja, wir müssen halt sehr viel auch schießen. Es wird oft sehr dunkel werden. Und einige von euch haben mich auch gewarnt, dass es wirklich nicht ohne ist. Das Spiel geht aber nicht allzu lange. Ich habe irgendwas gehört, mit 12 Stunden soll das gehen. Wir werden uns das anschauen und ich werde versuchen, die Folgen nicht zu kurz werden zu lassen. Für alle, die nichts mit Dead Space anfangen können, nicht so schlimm. Es wird noch parallel dazu ein zweites Spiel hier auf meinem Kanal kommen, welches ihr euch schon teilweise seit einem halben Jahr wünscht. Das toppt wahrscheinlich sogar nochmal Dead Space. Wir gucken mal. Und würde ich sagen, schnacken wir nicht lange und gehen rein in das Spiel. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dir reden. Es tut mir leid. Es tut mir alles so furchtbar leid. Ich wünschte, ich hätte wen zum Reden da. Denn hier fällt alles auseinander. Ich fass nicht, was hier passiert. Es ist seltsam. So ein kleines Ding. Weißt du das? Nicole? Ja, hab seit Wochen nichts von ihr gehört. Wir sind 5 Minuten weg und du schaust dir das immer noch an. Du musst sie echt vermissen. Die Ishimura ist kein Job, den man ablehnt, aber 6 Monate lang nur Videoanrufe. Ist hart. Da sagt man leicht das Falsche. Kann ich dir nicht verdenken. Ich würde auch lieber meiner Freundin zuhören als Hammond und den Sicherheitsprotokollen. Vorsicht ist besser als Nachsicht, Daniels. Ja, sagtest du bereits. Los geht's. Oha. Schöner Wiedereintritt. Könnt ihr das hören? Willkommen auf Jesse. Erstmal eine Massage für die Hände. Monate lang auf diesen Felsen starren. Für einen Bergbauunternehmer? Ein Paradies. Ege 7 ist einer der größten Funde der CEC-Geschichte. Ein Erkundungsteam hat für immer ausgesorgt. Wo ist sie? Ich glaube, ich muss den Untertitel ein bisschen kleiner machen. Ich glaube, ich überdecke das hier. Visueller Kontakt mit der USG Ishimura bestätigt. Wunderschön. Das größte Abbauschiff ihrer Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Es ist so dunkel. Man sieht nicht ein einziges Licht. Ja. Wir haben gleich Empfang. Jemand muss doch auf uns warten. Sei beim Anflug vorsichtig. Kein Risiko, wenn es um den ganzen Stolz der CEC geht. Kein Risiko, ha? Huh? Hast du deshalb in meiner Personalakte rumgeschnüffelt, bevor wir los sind? Überwachst du deinen Datenzugriff? Computeranalystin. Berufskrankheit. Das war der übliche CEC-Hintergrundcheck, Daniels. Wenn du erste Liga spielen willst, musst du am Ball bleiben. Sir, wir haben jetzt Empfang. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kallion in Antwort auf euren Notruf. Komm, Ishimura. Ishimura, könnt ihr mich hören? Bitte melden. Hier ist die USG Kallion. Hast du schon mal von einem vollständigen Kommunikationsausfall gehört? Nein. Los, geht endlich ans Telefon. Was ist das denn? Da ist wohl das Kommunikations-Array-Defekt. Vielleicht ein kaputter Encoder. Daniels und ich kriegen das in 48 Stunden hin. Hey, so bleibt dir genug Zeit, ein Wiedersehen mit Nicole zu feiern. Ja, das hoffe ich. Chan, Johnston, bringt uns rein. Gravitationsstrahl aktiv. Automatisches Andocken. Und los. Ich verliere die Kontrolle. Falscher Kurs! Daniel! Die Steuerung reagiert nicht auf die Überbrückung. Scheiße, wir sind zu schnell! Wir werden in die Hölle knallen! Chen! Auf den Notstabilisator! Da! Das blaue Licht! Das könnte uns abbremsen! Okay, ich raus. Boah, das wird nicht überall kommen. Im Weltall und dann sowas. Mm-mm.
Ja, also. Geht es allen gut? Bin okay. Geht schon. Herr Johnson, alles okay. Ich warte hier, ne? Knöchel. Ich glaube, er ist gebrochen. Scheiße. Besser als ein gebrochener Hals. Oder Schlimmeres. Gute Idee mit dem Stabilisator, Isaac. Gut, dass ich immer das Handbuch lese. Was zur Hölle ist mit der Flugsteuerung los? Das System ist ja eine Todesfalle. Kommt direkt auf die Reparaturliste. Jam, wie sieht's bei uns aus? Kommunikation und Portbooster sind weg. Es brennt in einem der Stabilisatoren. Der Singularitätskern ist überlastet. Das wird schlimmer sein, aber nicht viel. Dann holen wir Hilfe. Johnson, bleib du auf der Kellyan. Wir schicken Hansani. Alle anderen zu mir. Mhm. Okay. Bevor wir hier kurz durchstarten, ich muss ganz kurz den Untertitel ein bisschen kleiner machen, glaube ich. Ihr seht das, glaube ich, nicht ganz. Okay. Ich habe es nochmal ein bisschen kleiner gemacht, der Titel, und die Lautstärke nochmal angepasst, dass die Dialoge ein bisschen lauter sind. Das muss ich hier machen. Was vergessen? Was macht der Knöchel? Tut verdammt weh. Aber ich kann mir sagen, ob das so geht? Geht mal vor, ich verbinde ihn. Boah, sieht aber schon richtig nice aus, ne? Aber das wäre überhaupt nichts für mich. Was muss ich machen? Muss ich hier nicht irgendwie ran? Das ist okay, Isaac. Hol Hilfe. Ich halte hier die Stellung. Nee, hier raus muss ich, glaube ich, nicht. Haben wir hier irgendwas noch zum Sammeln? Mist, das war eine harte Landung. Kann ich nicht rennen? Also ich spiele das komplett blind, ne? Ich habe das noch ruhig noch nie gespielt. Das ist ja ein Remake. Das kam, glaube ich, 2008 raus, meintet ihr? Wo sind die denn? Die ich selbst habe das aber irgendwie noch nie auf dem Schirm gehabt. Wahrscheinlich, weil ich eher sonst andere Spiele spiele. Okay, wir gehen mal hier raus. Was soll's? Wir schauen uns mal um. Da hinten, okay, okay. Nicht irgendwas sammeln? Naja, obwohl ich denke mal, das Spiel wird so sein, dass es erstmal anfängt, sehr entspannt hier mit durchlaufen und gucken. Wenn euch das Spiel zu leise ist, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich kann dann gucken, dass ich es ein bisschen lauter mache. Einige hatten mich auch angeschrieben über Instagram, dass ihr das gerne bei mir live sehen wollt auf Twitch. Livestreams ist bei mir so eine Sache, weil in der Woche schaffe ich das einfach wirklich nicht. Da bin ich mal so 12, 13 Stunden außer Haus. Und dann noch ein Livestream, weiß ich nicht, ob ich das hinkriege. Aber wir können gerne mal gucken, ob wir das Wochenende hinbekommen. Schreibt mir auch gerne das in die Kommentare. Ansonsten, auch wenn Livestreams dazu gemacht werden sollten auf Twitch, wird es weiterhin auch hier ganz normal Videos geben, wie gewohnt. Okay. Bis jetzt ist das Spiel doch ganz okay. Entspannt. Geschlossen. Muss ich da rein? Die macht da was, okay. Ja? Willkommen, Isaac Clark, auf der USG Ishimura. Hallo. Rick synchronisiert. Erfasse Kinese- und Stase-Module von stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Standort? Fehler. Mitarbeiter nicht gefunden. Reicht der Sicherheitsdienst nicht? Den Chefingenieur auch nicht. Was ist mit der Kommunikation? Nee. Oh, Licht, Gott sei Dank. Oh, okay, hängen wir. Wir können jetzt schon was looten, Leute. Ich hab gedacht gehabt, das geht nicht. Weil das alles noch Tutorial ist. Ja gut, aber bis jetzt ist doch noch ganz entspannt. Ist ja oft bei solchen Spielen, dass es erstmal entspannt ist. Okay, wir gucken uns das mal um. Hier ist niemand. Es ist nichts vermerkt. Kein Dienstplan und kein Strom für den Aufzug. Meine Güte. Die Sicherheitskonsole funktioniert noch. Isaac, hol den Schadensbericht. Schluss mit dem Theater. Will ich das? Haftungsausschuss. Dieser Artikel wurde von der CC
Print and Publisher Division gesponsert und gibt nicht unbedingt die Meinung. Was denn? Das wäre was in der Lüftung verreckt. Was? Okay, wartet, wartet. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen reinfinden. Was passiert hier? Leite den Strom zum Aufzug um. Was denkst du, was ich hier mache? Okay, ich guck mal, ob ich hier irgendwo rein muss. Ja, hier. Da ist was auf dem Boden. Ist das... Isaac, her mit dem Schadensbericht. Ja, wartet. Hier geht sonst gar nichts, ne? Kann ich auch gar nicht rennen? Ich guck mal ganz kurz, was haben wir hier noch? Das Pausenmenü. Sonst irgendwas? Ja. Ich mal ganz kurz ins Inventar gucken. Ah, hier gibt's eine Karte, sehr gut. Missionen. Okay, okay. Inventar. Also ich habe auch nichts, ist klar. Okay, Schadensbericht. Na dann. Oh Gott, der Gestank. Was? Sieht aus, Isaac. Nicht gut, würde ich sagen. Nicht nur die Kommunikation und die Steuerung. Die halbe Ishimura ist defekt. Triebwerke, Außenhülle, die Monorails. Was könnte ein Abbauschiff so beschädigen? Okay, der Strom ist wieder da. Die Belüftung läuft. Der Aufzug sollte auch bald wieder sein. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch eine Fehlfunktion? Nein, die Quarantänesysteme funktionieren. Moment. Hört ihr das? Ja. Ja, ja, ich höre. Hammond? Ganz ruhig. Daniels, bring die Aufzüge wieder zu bauen. Irgendetwas ist mit uns hier drin. Kann ich mich bücken? Raus da! Oh shit! Ich geh da nicht raus, auf gar keinen Fall! Shit! Oh mein Gott! Oha, was geht? Ich muss hier weg, ich muss hier weg! Mach, 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 mach. Schreit da die ganze Zeit. Also hier geht's nicht erst langsam los, glaube ich. Na gut, ich meine, das Spiel soll nicht so lang gehen, ne? Wenn sie jetzt hier 2 Stunden wie andere Spiele erstmal dann sagen, ja, und dann findest du das hier und dann musst du das machen. Ich glaube, dann passiert hier allgemein nicht viel, ne? So, Standardabwehrzeugte CC feuert Präsident. Oh Gott, warum ist das so schräg? Okay, wartet. So. Hochleistungsfräse für Mineralien. Munition für den Plasma-Cutter. Kleine Gaskartuschen versorgen die ionisierten Plasma-Bolzen des Schneidegeräts mit Energie. Mhm. Ach, der zeigt mir damit den Weg an, wo ich hin muss. Okay. Also ein Kapitel haben wir, glaube ich, geschafft. Ist das? Nahkampf. Im Nahkampf kannst du Feinden Schaden zufügen oder bestimmte Gegenstände zerstören. Mit R1 schlagen, R2 aufstampfen. Okay.
Wartet. Ah, schaut mal. Ich werde wirklich mein Bestes geben, das zu schaffen hier, aber Leute, ich kann es echt nicht versprechen, dass ich das durchspiele. Ich werde es auf jeden Fall wirklich versuchen. Wahrscheinlich werde ich das eher mit einem Tunnelblick hier machen. Oh, geht nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht nach oben gehen. Kann ich das nicht irgendwie machen? Geht das nicht? Ich gehe doch nicht dahin, wo jemand Hilfe ruft. Nein, ich will dem nicht helfen. Das muss ich machen. Bleibt er jetzt da so lange am Leiden, bis ich da hinkomme? Oh, das wäre schon grausam jetzt. Aber ich muss ja dahin. Warte, wie muss ich dahin? Ich bin gerade noch ein bisschen überfordert, was ich hier machen muss. Überleben, das ist klar. Da sind wir uns schon mal einig. Verschlossen, ja. Besassen sie werden. Okay, warte, was muss ich machen? Ah! Oh shit. Ach, Land. Das hat er nicht überlebt, glaube ich. Gib mal was. Oh Gott, ist das dunkel hier, was los? Ah, damit kann man sich den Weg anzeigen lassen. Okay, das ist gut, das ist gut. Ich werde nämlich den Hauptstrang folgen. Wir machen hier keine großen Exkursionen jetzt erstmal. Da unten. Oh, wartet, ich muss da nicht lang, ich weiß. Oh, viel Spaß. Ich gehe da erstmal nicht hin, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich gehe mal hier durch. Oh, shit, Leute. Ja, mach mal hier. Sicherheitsanfrage abgerufen. Es ist nicht gestorben. Sie haben ihn genau zwischen die Augen geschossen und es ist nicht gestorben. Smith musste ihm die verdammten Arme und Beine wegschießen. Wir brauchen Hilfe. Holy moly. Es wird sehr viele Jumpscares hier haben. Bin ich mir ganz sicher. Gesundheit. Inventar, man die Medipack verwenden. Okay, okay, okay. Da brauche ich ja jetzt erstmal nicht. Dass ein kleinen Teil der Gesundheit wiederherstellt. Achso, und auf dem Rücken ist meine Gesundheitsanzeige dann. Hallo? Oh, ich erschrecke mich schon vor dieser Anzeige da oben, Alter. Isaac, du hast es geschafft. Mein Gott. Knapp. Die sind überall. Chen ist der... Er ist tot. Ich konnte nichts tun. Was zum Teufel sind diese Dinger? Einige von denen, die ich gesehen habe, trugen Ishimura-Uniformen. Das ist die Crew? Wie kann das die Crew sein? Ich meine, sieh sie dir doch an. Wir müssen zur Brücke. Es waren 1000 Leute an Bord. Irgendwer wird da sein. Geht nicht. Die Monorail ist kaputt. Alles abgeriegelt wegen der Quarantäne. Und ihr seid beide Reparaturtechniker. Wie gehen wir vor? Ein defekter Waggon versperrt den Tunnel. Er blockiert das System. Und es ist eine Platine abgeraucht. Die Abriegelung bleibt aktiv, bis wir das Ersatzteil aus dem Wartungssektor haben. Aber es ist alles in der Quarantäne bei Isaac. Ich mach das schon. Sorg du dafür, nee, dass die Reparatursysteme Strom haben. Und Isaac? Ja? Ich bin sicher, Nicole geht's gut. Sie ist doch Ärztin. Sie tut das Richtige. Verstehe. Ja. Ja, das tut sie immer. Ich bin bald zurück. Da laufen sie. Ich würde gerne mit denen mitgehen, ehrlich gesagt. Nicht alleine hier. So, zu den Missionen. Okay, okay, okay. Hier haben wir die Missionen. Okay. Bring die Mono... ach Gott, zum Laufen. Okay, ersetze den defekten Waggon, finde die Platine.
Wieso laufen die zu zweit und ich alleine? Kann man das bitte einer erklären? Wo ist die Fairness hier? Ich verstehe das nicht. Platine fehlt, da muss die rein. Okay, okay, okay. So, Credits. Wofür auch immer wir hier Credits brauchen. Leuchtet mir jetzt noch nicht so ein. Ja, da gucken wir auch gleich. Geöffnet. Wo müssen wir denn hin? Da hin? Alles klar, da gehen wir auch rein. Dann lassen wir das andere erstmal. Oh, hier. Speichern. Speichern klingt immer gut. Ich glaube, ich werde hier einige Male drauf gehen. Neuzugänge. Mhm. Okay. Na gut, dann gehen wir erstmal hier gucken, was ist hier los. Hier gibt es irgendwie auch was. Okay, genau. Also das, die zwei Sachen müssen wir reparieren. Das kriegen wir doch hin, oder? Was mache ich hier? Ja. Hm. Ach, guck mal, hier ist noch eine Kiste. Ja, komm, das kriegen wir noch hin. Also, was muss ich hier machen? Das ist nur das, okay. Komm, wir gehen hier rein. Wir gehen hier rein. Wir sollen hier hin. Boah, was ist das für ein Geräusch hier, Zell? Hallo? Da ist einer drin. Ich schwöre dir, Alter. Der schreckt mich immer, wenn einer mich... Schau zu. Leute, bleibt das Spiel so in diesem Niveau oder wird schlimmer? Bitte sagt mir... Okay, Level 1, dann muss ich noch... Alles klar. Nee, wollen wir noch nicht. Wir müssen da nicht hin. Oder wird es wirklich noch schlimmer? Also deutlich schlimmer. Also ihr wisst, was ich meine. Oh. Ach du Heilige. Ach du Heilige. What? Was muss ich machen? Mit L2 halten, zielen, L2 halten und mit was? Ach so, okay, okay, okay. Damit kann ich alles verlangsamen. Was ist das hier? Ach so, damit... Wir haben eine Türstörung auf dem Weg zum Wartungssektor. Kannst du das reparieren? Nein, ja, ja. Aber ich habe einen Stasi-Motor gefunden. Wenn ich schneller bin als... Ich schaffe das. Lass mich durch. Noch was einsammeln hier? Ne, hier fliegt jetzt alles rum. Hallo? Gut. Ich werde so oft speichern, wie ich nur kann. Ja. Muss auch nicht rückgängig gemacht werden. Wir sind ein Stück vorangekommen. Okay. Oh. Leute, ich weiß, ihr denkt, ich übertreibe, aber... Dunkelheit ist das Schlimmste, was man mir antun kann. Wirklich. Ich habe so eine Angst im Dunkeln und das, ich merke es auch im Spiel. Hallo? Ihr wisst doch jetzt hier auch eine Scheißbäder. Lad mal auf. Mach dir nicht die Mühe, auf den Kopf zu zielen. Das fällt dir nicht mal auf. Okay. Es geht nur, wenn du sie zerhackst. Ihre Arme, ihre Beine. Bringt sie das denn um? Oder können sie sich dann nur nicht mehr bewegen? Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen was sehen hier. Okay. Muss ich ernsthaft überhaupt hier hin?
Oh. Einen Knoten. Wir haben einen Knoten gefunden. Nachricht abgerufen. Benson und Maschinenraum, habt ihr ein Stasi-Modul? Wir brauchen eins in der Monorail-Wartung, sofort. Der Autolader ist hinüber. Hier ist ein kaputter Monorail-Waggon auf den Schienen. Und wenn alles blockiert ist, wen rufen Sie denn wohl? Hier, Tempel, wir schicken ein Stasi-Modul. Was ist denn mit dem automatisierten Lader? Keine Ahnung. Hier geht gerade irgendwie alles kaputt und... Und ich höre Dinge unten in den Gängen, wo niemand sein kann. Weißt du? Ich weiß. Ich hoffe, die schleichen sich nicht an und man kriegt das nicht mit. Ich hoffe, die machen sich immer vorher schon kilometerweit vorher bemerkbar. Wir looten erstmal. Wir looten erstmal. Okay, Leute. Okay, einen Moment. Also, ich werde die erste Folge nicht ganz so lang werden lassen. Das habe ich mir auch geschworen, dass es echt erstmal so ein First Look ist. Also, es sieht auf jeden Fall machbar aus. Es ist auf jeden Fall machbar. Die Gegner halten jetzt auch nicht so viel aus. Gut, waren jetzt auch die Standardgegner, denke ich mal. Aber ich denke, ab jetzt geht das Spiel richtig los. Dann würde ich hier nächste Folge weitermachen. Ich hoffe, dass das Video nicht so lange in der Überprüfung festhängt. Das war die letzten Male so ein bisschen mein Problem bei solchen Shooter-Games. Ansonsten kommt vielleicht sogar schon morgen die nächste Folge. Ich denke mal, das wird Sonntag online gehen, das Video. Wenn alles glatt läuft, dann wird vielleicht Montag schon die nächste Folge kommen. Und im Laufe der Woche werde ich auf jeden Fall noch eine Ankündigung machen zu einem weiteren Game, welches kommen wird, was ihr euch schon lange wünscht, was ein komplett anderes Genre ist. Und ich glaube, das wird nochmal eine richtige Herausforderung. Ja, zwei Knüppelspiele für mich, aber ich freue mich schon drauf. Eine eigene Challenge, mal so ein Spiel durchzuziehen und wirklich zu schaffen. Ich hoffe, euch hat die Folge so einigermaßen gefallen. Erstmal, es war echt nur ein First Look und bei der nächsten Folge geht's dann richtig ab.